Ja, hallo meine Freunde und willkommen zu einem neuen Video hier bei Gameplay Session. Ich bin leider etwas erkältet, aber davon lasse ich mich natürlich nicht aufhalten. Also seid mir nicht böse, wenn ich mich etwas komisch anhöre. Heute möchte ich euch auf jeden Fall wieder ein neues Video bringen und diesmal führen wir eine alte Serie, die hier immer sehr beliebt war, weiter. Nämlich die Crash Bandicoot Serie. Genauer gesagt möchte ich euch dieses Mal den vierten Teil zeigen, der den Untertitel Der Zorn des Cortex trägt, was ja schon viel versprechen lässt. Mit dem Spiel gelang der Wechsel auf die PlayStation 2 und gleichzeitig wurde auch ein neues Entwicklerteam beauftragt, dieses Spiel zu, ja, nun mal entwickeln. Und jetzt ist natürlich die Frage, ist das gut gegangen oder ist das weniger gut gegangen? Und das alles klären wir jetzt hier im Test. Los geht's, wie immer, nach dem Intro. Ich kann euch schon mal vorweg sagen, dass sich mit dem vierten Teil und dem neuen Entwicklerteam sehr viele Dinge geändert haben. Erstmal grob im Gameplay, dann in der Spielwelt an sich und ja, eigentlich überall. Das Einzige, was relativ Crash-typisch geblieben ist, ist die Hintergrundgeschichte, zu der wir jetzt kommen. Die Hintergrundgeschichte bleibt Gott sei Dank klassisch. Wir kämpfen als Crash Bandicoot zusammen mit unserer Schwester Coco Bandicoot gegen den bösen Dr. Neocortex, der mal wieder plant, die Weltherrschaft an sich zu reißen und Crash samt seiner Schwester zu vernichten. Dafür hat er sich jetzt ausgedacht, mächtige, antike Elementarwesen zu beschwören, mit denen er dann plant, die Welt zu vernichten, um so dann letzten Endes zu gewinnen. Dazu hat er sich dann noch alte Kollegen aus den Vorgängern besorgt, also aus Teil 1, 2 und 3, die uns auch noch das Leben schwer machen sollen. Wir als Crash versuchen dann, ihn aufzuhalten, die Welt mal wieder zu retten und der Held des Spiels zu sein. Ein ziemlich blöder Held, wie soll's auch anders sein. Soweit so gut und das ist auch der Punkt, wo alle Fans noch zufrieden sind mit dem Spiel. Wenn wir dann aber mal auf das Gameplay gucken, kommen wir zu den eigentlich wirklichen Problemstellen des Spiels. Zwar ist Crash Bandicoot der Zorn des Cortex auch hier noch vom Gameplay her relativ klassisch geblieben. Wir steuern eben immer noch Crash durch verschiedene Level, die alle ein unterschiedliches Setting haben, unterschiedliche Levelarten. Ich meine, im Grunde genommen ist das Spiel ja nur ein Jump'n'Run und ein Plattformer. Andererseits wechseln wir dann aber auch mal wieder in Fahrzeuge und machen hier im Spiel zum Beispiel Luftkämpfe mit einem Flugzeug oder wir gehen ins Weltall und sorgen dort für Chaos. Andererseits haben wir dann auch noch diese ganzen Spielwelten, die sich alle unterscheiden und die wir Stück für Stück freispielen, so wie wir das schon aus den Vorgängern kennen. Andererseits passieren dann aber auch viele Dinge, die eigentlich nicht so sein sollten, wie sie jetzt hier sind. Zum einen wäre da die Kamera, die am laufenden Band immer nur Probleme bereitet oder einfach Sachen, die hier eingebaut wurden, um das Spiel künstlich in die Länge zu ziehen. Grundsätzlich geht es aber immer noch darum, in einer Welt, die aus mehreren Leveln besteht, in jedem Level den rosanen Energiekristall zu sammeln und ihn dann zum Levelausgang zu bringen. Somit haben wir das Level abgeschlossen und das geht dann Level für Level so weiter, bis wir dann im allerletzten Level gegen den Weltenboss sozusagen kämpfen müssen, dass in diesem Spiel hier immer nur diese komischen Elementarwesen sind. Und während in den Vorgängern die Bosskämpfe immer eine der Stärken des Spiels waren, ist es jetzt hier so, dass die Bosskämpfe eigentlich nur frustrieren und extrem nervig sind. Zumal haben wir hier in Welt 2 oder Welt 3 den schwersten Bosskampf, den ich je in einem Spiel erlebt habe. Ich habe ungelogen für den Boss hier länger gebraucht, als ich für den Rest des Spiels gebraucht habe. Was eigentlich ein ziemliches Armutszeugnis fürs Spiel ist. Oder für mich selbst, je nachdem wie man das sieht. Aber auch die Gegner in den normalen Leveln haben sich ziemlich verändert. Während sie in den Vorgängern von Teil zu Teil immer intelligenter geworden sind, ihre Schüsse anders getimt haben oder auch auf unsere Aktion reagiert haben, ist es hier in dem Spiel so, dass sie einfach nur noch stupide in irgendeine Richtung ballern oder irgendeine vorprogrammierte Aktion ausführen, was die Gegner dadurch dann ziemlich durchschaubar und überflüssig macht. Trotzdem passiert es dann immer mal wieder, dass wir in die Gegner reinlaufen oder dass wir einfach irgendwie eine Distanz nicht richtig abschätzen können, weil sich gerade mal wieder
wieder, während wir durch die Gegend laufen, die Kamera dreht. Denn das macht sie hier am laufenden Band und es kommt zu so vielen unübersichtlichen Situationen, dass wir am laufenden Band nur sterben. Und das nicht, weil wir zu schlecht sind, sondern einfach, weil die Kamera in diesem Spiel nicht ordentlich funktioniert. Und das ist extrem frustrierend. Ansonsten hat das neue Entwicklerteam bei der Levelerstellung ziemlich gute Arbeit geleistet. Wir haben hier auch die klassischen Level, wie man sie so kennt. Ich sag jetzt einfach mal die Taucherlevel, wo wir im Meeresgrund versuchen, uns durch die Gegend zu schlagen. Wir wechseln dann auch immer mal wieder in U-Boot und erleben witzige Situationen. Wir haben aber auch die Flugmissionen, die wurden ja mit, ich glaube, Teil 3 eingefügt. Die sind auch witzig und machen auch immer noch Spaß. Hier und da gibt's auch mal wieder eine Neuauflage von irgendwas. Zwar fehlen auch bestimmte tolle Sachen aus den Vorgängern, aber hey, so eine Spieleserie muss sich ja auch irgendwie weiterentwickeln. So wurde hier in dem Teil zum Beispiel eingefügt, dass wir in so einem, ich nenne das Ding mal Gyroball, durch die Gegend rollen. Also wir sind in der Kugel, ihr seht das ja auch im Video, fällt mir gerade ein, wie wir hier durch den Level rollen müssen, Hindernissen ausweichen, sogar ordentlich Geschwindigkeit aufbauen und dabei sogar kleinere Rätsel lösen. Das sind ziemlich gute Ideen und das funktioniert soweit auch gut, macht auch Spaß, aber auch hier sorgt die Kamera dafür, dass aus Spaß ziemlich schnell Frust werden kann. Und das ist ziemlich schade. Und das große Problem ist eben, dass sich das so durchs komplette Spiel zieht, von vorne bis hinten. Und das ist ziemlich schade. Ansonsten ist das Spiel gleich geblieben wie die Vorgänger. Wir sammeln immer noch Äpfel und 100 Äpfel sind dann eben ein Level up. Wir zerstören Kisten, wir können Level auch wieder spielen, um dann irgendwelche Rekorde aufzuzählen und neue Meilensteine in unserer Spielegeschichte zu erzielen, die keinen Menschen interessieren. Das heißt, der Wiederspielwert ist irgendwie schon da, andererseits aber auch ziemlich unsinnig. Wir sammeln immer noch Masken. Mit diesen Masken werden wir dann eine kurze Zeit lang unverwundbar. Das ist dann ungefähr so wie der Stern bei Super Mario. Und es ist halt immer noch das alte geile Maskottchen von der PlayStation. Die Spielwelt ist hübsch, die Level sind hübsch und es ist einfach wirklich geglückt, Crash von der PlayStation 1 auf die PlayStation 2 zu bringen. Bloß das neue Entwicklerteam hat es halt einfach nicht drauf, das Gameplay wieder so perfekt umzusetzen, wie es in Teil 3 geklappt hat. Und das tut mir im Herzen weh. Das sage ich nicht so, das meine ich auch so. Crash Bandicoot ist einfach eine Serie, die ich persönlich immer sehr geliebt habe und die einen ganz besonderen Platz in meinem Herzen hat. Umso ärgerlicher. Unter Fans wird dieser Teil auch als letzter Crash Bandicoot ähnlicher Teil gelobt, weil danach wird es einfach immer nur schlechter, komischer und irgendwann ist aus der Serie auch was geworden, was nicht mehr viel mit Crash Bandicoot zu tun hat. Ich habe das in Videos gesehen und ich glaube, dazu wird auch irgendwann nochmal ein Video kommen. Seid also einfach gespannt in der Hinsicht. Ich gebe Crash Bandicoot, der Zorn des Cortex, 7,5 von 10 Punkten. Irgendwie hatte ich mit dem Spiel schon Spaß. Andererseits ist es aber auch einer der frustrierendsten Erfahrungen gewesen, die ich so in meinem Leben machen musste. Gut, das ist jetzt total übertrieben, aber es tut mir einfach im Herzen weh. So, das war's jetzt von mir. Ich verlinke euch auch nochmal unten in der Videobeschreibung Teil 1, 2 und 3. Ich würde euch besonders Teil 3 ans Herz legen. Wenn ihr Fans der Serie seid, dann solltet ihr diesen Teil hier auch spielen. Ansonsten lasst das Spiel links liegen und spielt lieber was anderes. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Ciao, ciao.